Aber Danny, ich kann so nicht weitermachen. Ich kann so nicht weitermachen. Sag mir, woran ich bin bei dir, bitte. We are young. Warum macht ihr nicht einfach die Tür auf, wenn jemand klingelt? Ich hab nichts gehört. Egal, was auch immer. Hier, Danny, du hast einen Brief bekommen. Schatz, du hast auch einen Brief gekriegt. Fuck, ey. Das ist das Ergebnis von dem Vaterschaftstest. Da steht drin, ob ich ein Kind gezeugt habe. Alles okay? Du siehst aus, als hättest du so ein Gespenst gesehen. Hast du eventuell eine Mahnung? Boah, ich hab letztens auch eine Mahnung bekommen. Was für Scheiße, Mann! Hier, Schatz. Was war's? Danke! Bitte, Bibel. Der Vaterschaftstest. Scheiße. Was denn? Vaterschaftstest. So schnell? Oh, weißt du gar nicht, dass sowas so schnell kommt? Kannst du das bitte ganz schnell aufmachen? Ich sterbe vor Neugierde. Ach. Ich meine, da wird drinnen stehen, ob du wirklich der Vater von Lins Baby bist. Das ist so, als würde man sich einen Autounfall in Zeitlupe angucken. Ja, Dicker, was ich meine, ist einfach, mach das Ding einfach auf. Knallhart. Wie als würdest du ein Pflaster abreißen. Bam! Halt mal nicht, Mann, was ist los mit dir? Jetzt sollst du einfach aufmachen und nicht darüber nachdenken. Ja, ich mach's auf, aber... Darf ich das aufmachen? Mann, keiner von euch macht meinen scheiß Brief auf, mach das in Ruhe auf. Ich würde gerne für mich selber nachgucken, ob Luna meine Tochter ist. Egal, wie der Test ausfällt, wir stehen hinter dir, Mann. Ja. Wir stehen hinter dir. Ich kann auch die Mama sein. Spaß. Hey. Nimm dir alle Zeit der Welt, Mann. Wirklich. Ich weiß, wie hart das ist. Aber nimm dir auch nicht zu viel Zeit, weil ich kenne dich. Und wenn du wirklich der Vater von Luna bist, dann willst du ja auch nichts verpassen, weißt du? Cindy. Danke. Und? Hast du schon das Ergebnis? Ich habe mich noch nicht getraut aufzumachen. Mann, was grinst du so? Ich will auch wissen, was drin steht, aber auf der anderen Seite habe ich auch panische Angst davor. Verstehe ich, Mann. Aber du wolltest Gewissheit. Und jetzt kannst du sie haben. Mann, ja, aber wie geht mein Leben dann weiter? Was ist, wenn ich wirklich der Vater bin? Was mache ich dann? Was wünschst du dir, was da drin steht? Naja, auf der einen Seite ist die Lage jetzt nicht die geilste, um Vater zu sein. Auf der anderen Seite, wenn ich wirklich Lunas Vater bin, dann möchte ich der beste Vater auf der ganzen Welt sein. Ich will für mein Kind da sein. Und dann würde ich mir auch nicht wünschen, dass sie nicht geboren wäre oder irgendwas anderes. Also dann. Auf. Kannst du vielleicht aufmachen? Und? Herzlichen Glückwunsch. Zu 99,99% bist du der Vater. Ich bin was? Jo. Bro! Ich muss mich unbedingt mit Lin arrangieren, Mann. Wir müssten das jetzt irgendwie zusammen hinbekommen, als Eltern, für Luna. Zum Glück habe ich mich schon bei Joe freigenommen. Also ich muss irgendwie meine Sachen regeln. Bro, ich danke dir. Ciao. Hi. Hi, ja, komm rein, Dicker. Komm rein. Hi. Hi. Was willst du? Also, was machst du hier? Ich werde für dich da sein, mein Engel. Und auf dich.
bin hier, weil ich jetzt hier schwarz auf weiß habe, dass du meine Tochter bist, mein Schatz. Ja, das habe ich dir ja gesagt. Ja, denn ich will einfach für Luna da sein. Ich will mich um sie kümmern und ich will ein Vater für sie sein. Und ich will auch, dass wir das offiziell machen und dass du mich in die Geburtsurkunde eintragen lässt. Cooler Vorschlag. Ja, kann man ja da noch mal drüber sprechen. Ich will das Ganze halt alles klären, dass ich alles regel, dass ich eingetragen werde und dass, Mann, dass ich Vater für dich sein kann, okay, mein Schatz? So ganz offiziell. Ne? Ja, da lachst du. Ja. Ja, dann mach das. Okay. Tschüss, mein Schatz. Ciao. Ich komm mal wieder, ja. Ciao. Ciao, Digga. Warte, ich lass dich raus. Ich glaube, ich habe es soweit verstanden. Ja, super, okay, schönen Tag noch. Ciao. Okay, erzähl, was hat er damals gesagt? Ich weiß nicht, Mann. Was? Das macht alles für mich gar keinen Sinn. Also, um in die Geburtsurkunde eingetragen werden zu können, brauche ich die Zustimmung von Lynn. Ja. Aber, weil Lynn noch keine 18 ist, brauche ich auch die Zustimmung vom Jugendamt. Weil okay. Die, warte mal, weil die sind gerade der gesetzliche Vertreter von Lynn. Mhm. Und sonst, ja, wird Lynn das machen, wenn sie halt 18 ist. Aber der Anwalt meinte halt auch noch irgendwas von alleinigem Sorgerecht. Also ich wollte ja eigentlich nur wegen Unterhalt und Geburtsurkunde, aber wenn ich dann erstmal in die Geburtsurkunde eingetragen worden wäre, dann könnte ich danach das alleinige Sorgerecht beantragen, wenn das Jugendamt das so zustimmt und wenn Lynn auch noch mitspielt, auch wenn Lynn irgendwie trotzdem nichts zu sagen hat, weil sie ja das Jugendamt als gesetzlichen Vertreter hat. Oh Gott. Macht das gerade Sinn? Nein. Also keine so ein bisschen. Ahnung. Also auf jeden Fall muss Lynn mitspielen. Ja, Lynn muss auf jeden Fall mitspielen, aber okay. Ich weiß gar nicht, warum er mir was vom Sorgerecht erzählt. Ich will doch einfach nur in die Geburtsurkunde eingetragen werden. Mann. Nee, jetzt wirklich nicht. Willst du drüber reden? Nee, nein, Mann! Digga, was ist das denn? Ich hab hier schwarz auf weiß, zu 99,9% bin ich der Vater. Aber damit es auch wirklich amtlich ist, brauche ich nur 1 Million Unterschriften, damit ich auch wirklich auf dem Papier der Vater bin. Ah. Willkommen in Deutschland, Mann. Ja, danke. Danny! Du drückst mich weg. Willst du jetzt nicht mal mehr mit mir reden oder was? Chiara, ey, ich hab grad echt keinen Kopf für dich, Mann. Wirklich nicht. Danny, hör zu. Mir tut das leid. Ich weiß, ich hab Scheiße gebaut. Und ich hab Lynn tausendmal gesagt, dass sie es dir sagen soll. Ich hab's wirklich versucht. Aber es war ihre Aufgabe, dir das zu sagen. Ich hab's sie versprochen. Es war nicht ihre Aufgabe, Mann. Es war die Aufgabe meiner Freundin. Und was du mit Lynn besprochen hast, interessiert mich nicht, Mann. Du hättest mir sagen sollen, dass ich der Vater bin, weil du genau weißt, dass das das Richtige gewesen wäre. Es wäre richtig gewesen, mir zu sagen, dass ich Vater bin, Mann. Und du machst deinen Mund nicht auf, Alter. Was geht bei dir? Hey, ich so oft wollte ich es dir ansprechen bei dir und ich hab's bei ihr tausendmal. Jedes Mal. Es interessiert mich nicht, was du wolltest, Chiara. Du hast es nicht gemacht, Mann. Und ich habe auch gerade wirklich keinen Kopf mehr für dich, Mann. Ich muss zu Lynn, ich muss das klären mit der Geburtsurkunde und... Du willst jetzt zu Lynn gehen? Ja. Lynn kannst du verzeihen und mir nicht? Zum tausendsten Mal. Es war die Aufgabe von ihr, dir das zu sagen und nicht meine. Es war nicht ihre Aufgabe. Was sie gemacht hat, ist auch scheiße. Aber
aber zu ihr kannst du gehen! Weil sie die Mutter meines Kindes ist, was steckst du daran nicht, Alter? Und von meiner Freundin verlange ich Ehrlichkeit. Und du hast mir nichts gesagt, Mann, gar nichts, Alter. Darum geh mir jetzt auch nicht auf die Eier. Aber, Danny, ich kann so nicht weitermachen. Ich kann so nicht weitermachen. Sag mir, woran ich bin bei dir, bitte. Ich kann das nicht. Du willst wissen, woran du bist? Es ist vorbei, Alter. Es ist vorbei. Es geht nicht. Kriegst du das in deinen kleinen Kopf rein? Checkst du das, Alter? Ich kann mit dir keine Beziehung mehr führen. Ich kann das nicht. Ich habe keine Kraft mehr, Alter. Und ich muss als Vater für mein Kind da sein. Aber warte. Ich wollte die Wahrheit, wirklich. Danny. Lass mich doch nicht so stehen, Mann! Hi. Luna schläft schon. Die ist jetzt schon eine Weile im Bett, also ist ein bisschen zu spät. Es geht mir nicht um Luna. Ich habe mich schlau gemacht und damit ich in die Geburtsurkunde eingetragen werden kann, müssen wir noch ein paar Dinge klären und ich brauche noch ein paar Unterschriften, damit das. Warte, ich glaube, wir sollten da noch mal drüber nachdenken. Ich glaube, wir sollten diese ganze Sache noch mal überdenken, dass du da mit reingeschrieben wirst. Ich meine, guck mal, vielleicht willst du ja auch gar nicht der Vater sein und du kannst ja trotzdem für Luna da sein, wenn du nicht irgendwo eingetragen bist. Ich will der Vater sein und da gibt's auch nichts zu überdenken. Ja, und dann verpisst du dich irgendwann und dann ist Lunas Herz gebrochen und ich muss das dann reparieren. Und Lynn, ich weiß nicht, ob du mir nicht richtig zugehört hast, aber ich will für dich und vor allem auch für Luna da sein. Und ich werde mich nicht verpissen oder sonst was machen. Ich will einfach für meine Tochter da sein. Und ich möchte von dir einfach. Ich möchte, dass du dabei bist. Mann, ich weiß nicht, ob ich das ganze Thema mit dir zusammen machen möchte. Ich meine, ja, du bist der Vater, du kannst auch für sie da sein, aber du musst ja nirgendwo drinstehen. Und wer weiß überhaupt, ob wir ein gutes Team werden. Du checkst es nicht. Doch, ich muss da drinstehen, damit wir zusammen einfach auch entscheiden können. Und ja, wir müssen als Eltern funktionieren. Wir müssen nicht mal in einer Beziehung funktionieren. Und wir müssen auch nur fürs Kind funktionieren. Ja, und darum geht richtig, es einfach. Aber wenn wir kein gutes Team sind, sind wir auch keine guten Vorbilder. Und ich weiß, was du von mir hältst, nämlich nichts. Und dann können wir keine guten Vorbilder für Luna sein und dann kann das alles nicht funktionieren. Mann, Lynn, ich will einfach. Also, seh es doch einfach ein, es ist das Beste. Mann, Lynn, ich will einfach für meine Tochter da sein. Was verstehst du daran nicht, Mann? Und entweder wir machen das zusammen oder ich kann mir auch das alleinige Sorgerecht holen. Ich weiß nicht, ob du nicht verstehst, wie wichtig mir das ist. Luna ist mein Kind. Du möchtest was? Luna ist mein Kind. Ich konnte dich nicht verstehen. Luna ist mein Kind. Und wenn es sein muss, werde ich mir das alleinige Sorgerecht erklagen. Du hast aber nicht alle. Was? Das? Raus. Mann, Lynn, raus! Verpiss dich, Danny! Und komm nie wieder her, am besten. Raus! Die Sache ist eh noch nicht zu Ende. Ah, drohen kannst du auch noch. Gut, mach die Tür zu. Der Designer heute kann gar nicht so bescheuert sein, wie diese Ella Felicitas. Und deswegen zeige ich denen das heute und wer das rockt. Sie ist Model. Ja. Okay. Da kommt mir ein bisschen dick vor. Man kann nicht immer alles mit Friede, Freude, Eierkuchen heilen. Natürlich. Nein, mir geht's nicht gut. Gib ihr die Zeit und den Raum. Ich verliere sie. Ich habe letzte Nacht auch schon wieder von Frau Hase geträumt. Hello? Was macht diese Frau bloß mit mir? Kein Mädel ist unerreichbar. Muss gucken, was sie mag, auf was sie steht. Ich hab's. Gedichte. Ich denk an dich, wenn die Sonne scheint am Himmel so wunderbar. Umzugswagen steht unten, wir können gleich loslegen. Perfekt. Bist du dir sicher, dass Miguel jetzt erstmal nicht kommt? Weil ich möchte ungern, dass Jim und Miguel aufeinander stoßen. Ja, ich freue mich. Ich freue mich erst. Herzlich willkommen.